Hallo und wieder mal ganz herzlich willkommen bei den Nachrichten von meinem Naturgartenbalkon. Ich würde euch heute gerne das Konzept der Beobachtungsnistkästen vorstellen, weil ich das sehr interessant und faszinierend finde. Beobachtungsnistkästen dienen dazu, die Entwicklung der Mauerbiene oder generell der Wildbiene oder der solitären Wespe vom Ei über die Larve, Spinnen des Kokons und Schlupfen im Frühjahr zu dokumentieren. Das ist zum einen faszinierend für den Fotografen, weil das ein Bereich ist, wo man normalerweise keinen Einblick hat. Und es ist zum anderen hochinteressant für alle pädagogischen Einrichtungen. Weil da kann ich wirklich Neugierde und Interesse wecken. Der einfachste Typ von so einem Beobachtungsnistkasten ist sowas, ein Glasrohr. Der einfachste Typ, aber im Prinzip auch der schlechteste. Glas hat zwar viele interessante Eigenschaften, aber Gasaustausch gehört jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken. Das kann dazu führen, dass sich Kondenswasser bildet und in dem eingetragenen Pollen sind immer zwangsläufig Pilzsporen enthalten, und wenn die keimen, dann schimmelt das Ganze und die Larve stirbt ab. Dieses System kann unter bestimmten Umständen funktionieren, ist aber immer so ein bisschen russisch Roulette. Es kann funktionieren, wenn ich Durchmesser habe von 8 bis 9 mm, das heißt, das Ganze ist dann für Mauerbienen optimiert, und wenn diese Röhrchen nicht allzu lange sind. Die Zellwände oder die Trennwände von Mauerbienen sind aus Lehm und die sind sehr gasdurchlässig. Das heißt, der Gasaustausch kann dann über das ganze Röhrchen erfolgen. Hier in diesem Röhrchen sind, wahrscheinlich sieht man es nicht, insgesamt 3 Kokons. Also die Entwicklung hat hier ganz normal stattgefunden. Aber wie gesagt, ist immer so ein gewisses Risiko. Es gibt bessere Systeme. Der Biologe Fritz Brechtl hat 1986 eine Studie durchgeführt über die Mortalität in Plexiglasröhrchen, und er hat eine Sterblichkeitsrate von 14%, das war bei der Natternkopfmauerbiene, also eine mit einem Lehmdeckel, bis zu 93% bei der gewöhnlichen Maskenbiene gefunden. Das heißt, da geht so ziemlich alles hops. Der bekannteste Typ solcher Nisthilfen ist der Beobachtungsnistkasten von Schwegler. Der arbeitet mit Acrylgrasröhrchen und der funktioniert in meinen Augen überhaupt nicht. Wir sehen dieses Teil regelmäßig auf Exkursionen vom Naturgartenverein, und das war bisher eigentlich immer ausnahmslos das gleiche Bild. Alle Larven komplett abgestorben, das Ding ist innen schwarz, es wird nicht mehr sauber gemacht, es hängt da völlig sinnlos rum. Also hier kann ich eigentlich nur abraten. Ist vergleichsweise teuer und funktioniert einfach nicht. Und ihr wollt ja nicht ein Bienenmausoleum, ihr wollt die Viecher ja beobachten, und wenn die dann hops gehen, dann ist das irgendwie nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Der einfachste Beobachtungsnistkasten, der gut funktioniert, sind diese Bienenbrettchen oder Nistbrettchen oder Nutbrettchen. Also ein Holzbrett oder eine MDF-Platte, in die Gänge gefräst sind. Und wenn man das Ganze jetzt abdeckt mit einer Acrylglasplatte, dann habe ich den Gang an 3 Seiten von Holz umschlossen, das ja atmungsaktiv ist. Das heißt, der Gasaustausch kann hier erfolgen. Und dann stört der gasundurchlässige Deckel nicht. Das hier ist jetzt am Ende der Saison. Die Mauerbienensaison ist eigentlich fast vorbei. Und man sieht, hier sind jetzt lauter Kokons schon drin. Also die Entwicklung ist weitgehend abgeschlossen. Und wenn ich hier jetzt einfach eine Folie zuschneide und die hier drauf pappe, zum Beispiel eine Overhead-Folie, und dann noch einen Deckel drauf
lege, dann habe ich einen relativ simplen, aber gut funktionierenden Beobachtungsnistkasten. Das sollte auch jemand mit zwei linken Händen hinkriegen. Das ist jetzt bastlerisch vielleicht nicht die ultimative Herausforderung. Es gibt diesen Typ aber auch schon fertig im Naturschutzcenter zu kaufen. Also wer sagt, das ist mir zu blöd, ich kaufe mir das lieber. Es gibt's. Ihr könnt dann nachher bei den Bezugsquellen nachschauen. Vor kurzem bin ich über eine interessante Variante gestolpert. Das ist von wildinsel.de. Was hier schon mal der entscheidende Unterschied ist, es gibt drei verschiedene Ganggrößen mit 4, 6 und 8 mm und damit steigt die Artenvielfalt natürlich sofort drastisch an. Ich kann wahlweise entweder ein Brettchen mit 4 mm, mit 6 mm oder mit 8 mm bestellen oder ich kann ein gemischtes Brettchen bestellen. Das wäre jetzt hier dieses Exemplar, was ich eigentlich sinnvoller finde. Es gibt zwei Grundtypen von diesem Kasten. Bei dem einen sind die Gänge alternativ nach links und rechts geöffnet und den hängt man so flächig an die Wand. Der andere, da öffnen sich die Gänge nach vorne, der ist also zum Hinstellen. Das ist diese Variante. Drüber ist eine Plexiglasscheibe, sauber verschraubt. Was auch ein nettes Detail ist, hier diese Kanten sind geschwärzt. Weil hier fällt ja zumindest in geringem Maße Licht ein und Wildbienen besiedeln nicht gerne helle Gänge, die mögen es dunkel. Also ist es so ein ganz nettes Detail. Was auch eine putzige Idee ist, sind hier, wenn man in den Ecken schaut, das sind kleine Magneten. Das Ganze wird also hier an diesen Schrauben fixiert durch die Kraft der Magneten. Und das hält erstaunlich gut. Also ich kann den schütteln, ich kann den nach unten kippen und trotzdem kann ich dieses Teil problemlos empfehlen. Also wildinsel.de finde ich eine originelle Idee. Ich werde ihn jetzt in der nächsten Zeit auf meinem Balkon testen, kann mir aber nicht vorstellen, warum das nicht funktionieren sollte. Die nächste Stufe ist dann der Rolls-Royce unter den Beobachtungsnistkästen. Der Handwerker nennt sich Wildbienenschreiner und hat auch eine Website wildbienenschreiner.de. Seine Produkte sind generell extrem hochwertig verarbeitet, also da kann man wirklich nicht meckern. Nicht billig das Zeug, kann man echt nicht sagen, also das liegt so im oberen Preissektor, aber in meinen Augen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus angemessen. Hier sind normalerweise so Flügelschrauben, die das Ganze fixieren und ich kann diesen Einschub jetzt rausziehen und habe hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Gänge, die auch wieder abgedeckt sind mit einer Acrylglasplatte. Wenn die Scheibe mal total verdreckt ist, kann man das auch abschrauben, kann es sauber machen und kann es wieder verwenden. Also das ist so der Rolls-Royce unter den Beobachtungsnistkästen. Generell ist es so, dass Beobachtungsnistkästen eher etwas zögerlich besiedelt werden. Also solange Alternativen sind, werden meistens die genommen. Also wenn ihr wollt, dass da sicher was reingeht, müsst ihr eher so ein bisschen zurückhaltend sein mit Nistmaterial, dann werden auch die besiedelt. Aber wie gesagt, so im Hinblick auf Fotografie und pädagogische Bildungseinrichtungen finde ich die Teile klasse. Ihr findet die Bezugsquellen wieder alle auf meiner Website. Ich gebe euch die Links dann an. Das war's dann auch schon wieder. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Neues von meinem Naturgartenbalkon. Macht's gut und ciao.